Ja, wir wollten Werke von armer Künstler, die jetzt nicht großen nationale Bedeutung haben oder einen Bekanntheitsgrad haben, die wollten wir einfach zusammenfassen, weil wir befürchten, dass sie eines Tages dann irgendwie bei einer Haushaltsauflösung dann irgendwie verramscht werden oder auf den Müll fliegen. Mich beeindruckt einmal, dass es Aalener Künstlerinnen und Künstler sind, die hier ausstellen, aber nicht nur, dass sie aus Aalen kommen, sondern ihre Arbeiten tatsächlich eine teilweise unglaubliche Qualität ausdrücken, die sowohl einmal die Nähe hier zum Ort, nicht nur Stillleben beinhalten, sondern tatsächlich auch Kunst, die einer bestimmten Ausdruck einer bestimmten Zeit ist. Ich freue mich sehr, dass es hier so ein Format gibt, wo die Bilder bewahrt werden und auch gezeigt werden, sodass jeder sie sehen kann. Ich finde das eine ganz großartige Aktion, dass jemand sich bereit gefunden hat, sich um die Werke der Aalener Künstler zu kümmern und sie zu bewahren, damit sie nicht untergehen. Es ist für mich ein sehr schönes Erlebnis, hier zu sein. Thank you.